Die Neuenburg in Ostfriesland. Ich gucke mir gerne Burgen an, meistens mit dem Motorrad. Höhenburgen sehen spektakulärer aus, aber ganz hoch im Norden gibt es auch Burgen, nämlich Wasserburgen. Aber ist es auch eine schöne Stadt? Ich habe viel von diesen Burgen gehört, also mache ich mich auf den Weg dorthin. Verträumt schaut es aus in Feddavada Sihl. Und weil es so schön aussieht, kommen auch so viele Besucher. Wir schauen zu, wie der Krabbenkutter anlegt und die Fischereigenossenschaft wartet bestimmt schon sehnsüchtig auf frischen Granat. Und es fällt uns nicht so leicht, Abschied von diesem Sihl zu nehmen, aber im Inland wartet noch etwas auf uns. Doch zunächst müssen wir landeinwärts fahren. Und auf der Fahrt lasse ich die Burgen Ostfrieslands in meinem Kopf Revue passieren. Zumindest einige davon. Da wäre zunächst die Lüttitzburg in der Nähe von Norden. Oder die Manninga-Burg. Oder die Burg Hinter. Heute steht die Neuenburg auf dem Programm. Ich glaube, da hat jemand die falsche Filmrolle eingelegt. Denn das ist zwar auch eine Neuenburg, aber das ist die Neuenburg oberhalb von Freiburg an der Unstrut. Die Oldenburger Grafen errichteten die Burg einst, um die Grenze zu Ostfriesland zu sichern. Sie ist also streng genommen keine ostfriesische, sondern eine oldenburgische Burg. Die Burg wurde nach und nach zu einem repräsentativen Wohnschloss umgebaut. Als Graf Anton Günther von Oldenburg 1667 starb, zog seine Witwe hier ein. Das war zugleich die Zeit, als Oldenburg für lange Zeit dänisch wurde. Später wurden auf Schloss Neuenburg die berühmten Oldenburger Pferde gezüchtet. Heute birgt das Schloss ein kleines Museum. Außerdem tagt hier der Zedler Gemeinderat. Die Neuenburg kann mit ihrem Namensvetter, der Neuenburg an der Unstrut, nicht mithalten. Aber muss sie das denn?